Ein herzliches Willkommen und hallo zur nächsten Folge Graveyard Keeper. Letzte Folge heute für die Aufnahme. Ist ja auch nur die 10. Wir haben Forschungsobsidian. Ich weiß nicht, was das ist. Aber wir haben es gefunden. Wahrscheinlich beim Analysieren von dem Obsidian. Wie gesagt, ich kann es nicht benutzen. Mal gucken. Vielleicht wird das später nochmal irgendwie erklärt. Ich muss doch ehrlich gesagt lügen, wo ich das Obsidian überhaupt her hatte. Ich glaube, irgendwo aus dem Kerker, ne? Bitte, 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 bitte. Ah, das gibt's doch nicht! Vor allem so eine Scheiße. Okay. Scheiße. Ach, wird eine Rotzleiche. Ja, wunderbar. Und ab in den Mülleimer. Ab dafür. Gut. So, dann werden wir jetzt uns den Visionen hingeben. Machen wir das? Ich denke, ja. Ganz kurz, mein Freund. Komm mal bitte hier ran. Upsala. Oh, kannst du hier nicht arbeiten? Doch. Was kann ich denn aus Steinen machen? Oh, ich habe 382 Steine. Kann ich hier irgendwas mit Steinen verkaufen? Geschnitzter Stein. Ah, da brauche ich Politurpaste oder sowas dafür, ne? Steine. Boah, Alter. Alter, ich weiß gar nicht, was ich mit diesen Steinen alles anfangen soll. Das müllt mir erst recht alles zu. Ich würde das am liebsten alles verkaufen. Packen wir, weiß ich nicht, hier 120, also 4 Stacks rein. So, und jetzt nochmal 90. Ne, machen wir hier nochmal 60. Oh Gott, Alter. Boah, das ist so bitter, dass ich jetzt diese ganzen Steine verkaufe. Aber was soll ich damit? Übertrieben, vor allem, dass nur Steine kommen. So, Erze haben wir übrigens auch relativ wenig. 157. Stell mir mal bitte, keine Ahnung, 60 Eisenbarren her und selbst dann haben wir noch viel zu viel. Wahnsinn. Okay, so, Inqui kommt gleich. Wir nehmen mit. Wir nehmen mal den Wärterschlüssel mit. Vielleicht können wir den ausstellen. Keine Ahnung. Das können wir alles nicht ausstellen. Warum auch immer. Gut, ich gehe pennen. Eigentlich würde ich gerne noch auf den Inquisitor warten. Bis er angekommen ist. Und dann danach erst die Vision machen. Ja, ist egal. Wir machen erst die Vision. Läuft uns ja alles nicht weg. Von daher. Wir müssen dann eh hier auf halbem Wege wieder raus. Passt schon. Damit wir das Gehirn abgeben können. Ha, so, mein Freund Gary. Mal gucken, ob meine Stimme das noch hinkriegt heute. Die uralte Spitzhacke. Hast du eine Ahnung, was ich alles erdulden musste, um diese Spitzhacke zu bekommen? Na, keine Ahnung. Ich bin so müde. So unglaublich müde. Das ist auch IRL so. 2 Jahre später.
Kette war befreit beim letzten Mal. Okay. Meine Untertanen, wir haben lange Jahre gekämpft und Bürger, hat einer von euch irgendwo einen Zettel mit Notizen gesehen? Nein? Na, da habt ihr es ja zumindest. Die Heiden und ihr uralter Gott sind nicht mehr. Mögen ihre Überreste im Sumpf versinken. Der Krieg ist vorbei. Ich, König Hrothe, danke euch allen. Ihr seid frei. Momentchen noch, eine letzte Sache müssen wir noch tun. Die uralte Brücke zerstören. Hohepriester Lucius, wie sollen wir denn dann das Land der Toten erreichen? Das müssen wir nicht. Unser Weg führt uns jetzt ins Himmelreich eines neuen Gottes. Okay. Könntest du diesen Prozess etwas genauer erläutern? Also, das ist so kompliziert. Ich werde ein spezielles heiliges Buch darüber verfassen. Also, zerstören wir die Brücke. Wer von uns ist wagemutig genug? Niemand? Noch einmal, wer? Wessen Glaube ist stark genug? Verdammte Feiglinge. Dann seht her, schaut euren neuen Gott an. Ich opfere dieses letzte Symbol des alten Glaubens. Auf drei. Eins, zwei, drei. Alles klar. Die Brücke, wissen wir, wo die ist? Haha, das war ein Riesenfehler, ein Riesenfehler! Es lebe der König, Errungenschaft. Warum sagst du das? Oh, Saad, schauen wir uns noch mehr an. Aber diese Typen, Hrothe und Lucius, sind cool. Sind nichts, wenn sie zu König und Hohepriester geworden. Gib ihm die uralten Schlüssel. Du riechst nach Honig. Hast du dich gut ausgeruht? Geht so. Ich hätte beinahe Degos vergifteten Kuchen gegessen. Oh, er ist bekloppt. Achte einfach nicht auf ihn. Ich bin echt gespannt, wer Gary ist. Von den Leuten. Autsch! Ah! Oh! Ah! Das reicht, das reicht! Tut weh, mach's nochmal! Ein Masochist? Gute Neuigkeiten, Horadric. Heute ist deine letzte Foltersitzung. Zum Versiende. König Hrothe hat befohlen, dich als Ketzer zu verbrennen. Ach, Gott sei Dank, dann wird mir wenigstens mal warm. Diese Wohnung ist ein wenig kalt, Lucius. Na, klasse. Ich habe noch ein Angebot für dich. Anstatt dich ins Feuer zu werfen zu lassen, ernenne ich dich zum Bischof und du kannst alles haben, was du willst. Beantworte mir nur eine Frage. Wo ist ihr Lager im Sumpf? Da werde ich lieber Brathähnchen als Bischof, Lucius. Na, ich verstehe. Nun ja, wir werden ja sehen, ob dir dein Sinn für morgen weiterhilft. Tut mir leid, dass ich nicht vorgekommen bin. Sie haben mich nicht gelassen. Ich bin bis zu ihnen gegangen und hast dich ergeben? Warum? Ein guter Soldat folgt Befehlen, also denkt nicht weiter drüber nach. Was gibt's Neues, Gretzwold? Unterdrückung, Verurteilung, Exekution, die gleichen Dinge, jeden Tag. Die Leute haben Angst, manche von ihnen haben die Stadt bereits verlassen. Und die wandelnden Toten sind auf unseren Friedhöfen auferstanden. Ah, welch grandiose neue Welt. Und wir haben sie so gemacht. Horadric, ich... Ach, zum Teufel. Ich will nicht sehen, wie du auf dem Scheiterhaufen brennst. Dann musst du wohl die Augen schließen müssen, Gretzwold. Der Horadric. Oh Mann, der rotäugige Mann hat mich hier nach dem großen Knall gefangen gehalten. Weil ich dem Wärter etwas erzählt habe, dass ich nicht weitersagen durfte. Und was darf man den Wärter nicht sagen? Ah, ja, hab ich vergessen. Ist auch egal. Danach hat er mich dann vergraben. Und du hast mich ausgegraben. Ende. Das ist jetzt nicht wirklich das Ende, oder? Was ist das? Okay, gib ihm den Tonkrug voll Teer. Ja, es funktioniert!
Okay. Das. Und schließlich, was die Evasion der wandelnden Toten betrifft. Alter, wie es hier aussieht jetzt. Ich, König Hoffe, verbiete hiermit, dass irgendjemand behauptet, diese seien erschienen, als wir die uralte Brücke zerstört haben. Ich befehle euch zu glauben, dass sie der Zorn des neuen Gottes sind, weil die Heiden noch immer leben. Verbrennt sie! Verbrennt sie alle! Verräter, sei so gut und zeige Reue, bevor du stirbst. Achso. Nun, ja, ich verdiene den Tod. Ich bin ein Verräter. Wegen dem uralten Gott konnte ich nicht bei meiner Liebsten sein. Und dann habe ich noch geholfen, den Meister aus dem Portal zu beschwören. Ketzerei! Der Meister kam aus dem Himmel zu uns. Er hörte unsere Gebete. Das wird mir zu langweilig. Verbrennen wir ihn und gehen nach Hause. Wartet! Horadric hat recht. Der Meister erschien im Portal. Ich habe ihn selbst gesehen. Kretzwald, hör auf! Wie kannst du es wagen? Außerdem verachtet der Meister Religion. Wie kann er da ein Gott sein? Ketzerei, Verrat, Wachen, fast Kretzwald! Lucius, du siehst so komisch aus, wenn du wütend bist. Horadric, hör auf rumzuzucken, sonst schneide ich dir aus Versehen noch den Arm ab. Kretzwald, ich bin blind. Ah, wie immer. Ich rette ihn vor dem Feuer und er findet trotzdem was zu meckern. Bingo. Also, verschwinden wir von hier oder sollen wir warten, bis sie alle wieder sehen können? Alter, was Kretzwald will einer? Ach, übrigens, hast du die Geschichte von König Hoffe gehört? Hoffe dem Ersten? Nee, hab ich nicht. Dann hör zu, es herrscht eine lange Zeit, unglaublich lang. Ja, deshalb hat er sein ungeduldiger Nachfolger Papi einen Kopf kürzer gemacht. Hat sein ungeduldiger Nachfolger Papi einen Kopf kürzer gemacht? Aber, er hatte unglaublich Schiss vor der Wiederauferstehung seines Vaters. Da hat er angefordert, den Kopf seines Vaters getrennt von seinem Körper zu beerdigen. Ah! Interessante Geschichte. Was sagt die Maschine? Da steht Ring der Priesterin und er gehört der Frau des Bauern. Aber sie ist tot, richtig? Ich werde mit den Bauern reden, sonst noch was? Ah ja, das Siegel des Priesters. Der alte Dicke hat es. Ist er König Hoffe der Erste? Das wäre eine krasse Wendung. Wenn er König Hoffe der Erste wäre. Ich meine, umsonst erzählt er mir die Geschichte nicht. So. Also. Oh ja, wunderbar. Jetzt können wir endlich diese blöde Dings hier noch mit reinlegen. So, es füllt sich langsam. Also viel Platz ist nicht mehr. 1, 2, 3 Dinger sind es nur noch. Wenn ich es richtig sehe. Also wir müssten kurz vorm Ende sein. Also zumindest was hier diese, was das DLC betrifft. Main Story mäßig, keine Ahnung. Kann sich nur noch um Jahrhunderte handeln. Ah, ich wollte so Dings, ne? Oh, dunkle Innereien. Super. Ganz, ganz toll. Ich könnte eine Sima-Leiche daraus machen. Ich mache aber nur eine 6er draus. Und die verbummen war. Oh, ich muss eigentlich jetzt. Scheiß drauf. Ich gehe jetzt zu. Ach, obwohl, ich habe eh nicht das Herz. Von daher ist es mir. Kann es mir eigentlich auch egal sein. Ich brauche erst das Herz und dann kann ich zum Inquisitor hochrennen. So, wo ist denn noch eine Scheißleiche? Irgendwo war noch eine 3er da hinten. Sogar einige 3er noch. So, Grab. Alles klar. Raus mit dir. Hallo? So, entfernen. Exhumieren, jawohl. So, die wieder rein. Und gut, fertig. Sehr schön. Dann haben wir die. Und die können wir direkt auch auf den Haufen hauen.
Weil da wird nichts mehr passieren. So, zack, zack. Na, komm. Oh, ich habe keine Dinger mehr. Dann muss der Kollege nochmal ein paar neue machen. Alter, das war jetzt das zweite Organ erst, was ich bekommen habe. Das ist lächerlich wenig. So, mal gucken, ob der Inquisitor noch da ist, wenn ich oben bin. Lauf! Lauf! Lauf, mein Sohn! Ja, ansonsten können wir nur die DLC-Sachen machen. Der Typ ist weg, ne? Ach, natürlich ist er schon weg. Scheiße. Naja, egal. Wie gesagt, wir haben eh noch nicht das Herz. Und ich glaube, auch wenn ich das Herz habe, bin ich mir ehrlich gesagt noch unsicher, wem ich es zuerst gebe. Ob dem Inquisitor oder Schlange. Ich glaube, von Schlange hätte ich tatsächlich ein bisschen mehr. Nee, das behalten wir. Das hier. Oh, Alchemistenrezept. Lufterfrischer. Schwarze Farbe. Bett zerstören, das zerstören. Das muss auf dem Friedhof, das lagern wir alles wieder ein. Morgen ist, okay, Dingstag. Ich hab das. Ich hab das Buch noch gar nicht gemacht. Das Silberne. Oh Gott. Ja, das muss ich jetzt auf jeden Fall machen. Scheiße, und ich habe die Teile nicht gemacht. Das gibt's doch nicht. Ich habe die Teile nicht gemacht. Oh, so eine ärgerliche Sache jetzt. Was? Oh, ich habe kein Papier mehr. Ich habe auch kein leeres Papier mehr. Hier noch irgendwo Papier erstellen. Da. Och, ich werde es wieder nicht schaffen, das silberne Buch zu machen. So, wir probieren es einfach mal. Mal gucken. So, eine Notiz noch. Dann haben wir drei silberne Notizen. Dann machen wir uns ein silbernes Kapitel. Hab ich nur eine? Zwei gemacht, ja? So, jetzt aber. 1, 2, 3. Macht 90% Silber. Silber. Okay. Jetzt das silberne Buch. Ich brauche dafür mindestens ein silbernes, gebundenes Buch, eigentlich eher ein goldenes. Okay, was brauche ich hierfür? Ein Taschenbuch, kriege ich nicht hin. Noch nicht zumindest. Boah, das muss, jetzt muss ich hier aber Überstunden machen. So, Taschenbuch. Alter, das muss ich echt fressen. Obwohl, das müsste eigentlich in die andere rein. Das hier genauso. Quatsch. Hier hin. Okay, Taschenbuch hat er. Gerbstoff. Oh nein, jetzt muss ich Gerbstoff herstellen. Oh, Gerbstoff habe ich nicht mehr. Scheiße, Alter. Todeslösung. Ordnungsextrakt. Ah, damn, Alter. Ja, das kann ich vergessen. Wir bräuchten noch Stahlteile und Goldverzierung. Okay, zwei Stahlteile, zwei Goldverzierung. Schaffe ich das wieder nicht. So, Stahlteile sind auf jeden Fall hier vorne. Zack. Goldverzierung kann ich nicht herstellen, weil ich kein Gold mehr habe. Nee. Achso, falsche Kiste. Nee, richtige Kiste. Ja, scheiße.
Ja. Können wir vergessen. Das können wir erstmal vergessen. Wie lange brauchst du? Okay, du brauchst es ganz schön lange. Ach, ich muss mir das unbedingt noch aufschreiben mit dem silbernen Buch. So, Schlüssel geht weg. Ruhestein behalten wir. So, kurz eine Kürbis. Quatsch, Kürbissuppe nicht. Kohlsuppe. Ja, gut, hat sie erledigt. Mit dem Buch werden wir nicht hinkriegen. Ordnungslösung. Ich weiß gerade auch nicht mehr die Rezepte für die einzelnen Sachen hier. Todeslösung. Meiner Meinung nach war es das hier. Richtig? Scheiße, Chaoslösung. Das dürfte Giftlösung werden. Ist das Chaoslösung? Mann, was war denn das jetzt? Das schwarze Ding? Was brauchte ich? Chaoslösung. Nee, Todeslösung. Sehr schön. Okay. Und jetzt brauchte ich noch das Ordnungsextrakt. Oh Gott, das muss ich nochmal kurz nachgoogeln. Ordnungsextrakt, da haben wir es sogar schon. Das war das, ach, ich glaube, das war das mit dem Schleim, genau. Ja, Schleim. Ich erinnere mich wieder. Schleimi. So, komm, werd fertig. Boah, das wird trotzdem... Ich meine, ich kann mich teleportieren. Nichtsdestotrotz muss ich mich ganz schön ranhalten. So, ich brauche noch die beiden Stahlteile. Und dann muss ich noch den Gerbstoff herstellen. Ich hoffe, dann habe ich alles. So, sehr gut. Stahlteile sind durch. So, komm, lass bitte die Lösung jetzt fertig sein. Oh, es wird schon wieder so haarscharf jetzt. Schade, dass es keinen Perk gibt, um die Zeit anzuhalten. Komm, wie lange brauchst du noch? Das ist gerade mal zu zwei Dritteln fertig. So, dann hätte ich den Gerbstoff. Mit dem Gerbstoff kann ich dann das gebundene Buch machen. Dann mache ich das gebundene Buch und dann muss ich ganz schnell das Buch machen. Oh, komm, werd fertig noch. Alter, da hast du hier wirklich aus, damit das Ding fertig wird. So, komm. Gerbstoff. So, komm, komm, komm. Mach hin. Oh, das wird nix. Gebundenes Buch. Essen. Gebundenes Buch. Komm, 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 komm. Mach hin. Buch. Naja, ja, das und das. 50. Komm, bitte, 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 bitte Silber. Bitte Silber, bitte Silber. Mann, wieder verkackt. Das gibt's doch nicht. Zum zweiten Mal. Mann, wie ärgerlich. Sehr geile Leiche. Natürlich das Falsche genommen. Ach, ärgerlich.
Jetzt läuft's aber auch gar nicht. Okay, da kann ich eine Siemerleiche daraus machen. Jetzt testen wir das mit der Balsamierung mal. So, das geht raus. Wir nehmen die Leiche, machen die hier hin, hauen uns das hier rein. Oh, das wird automatisch gemacht. Oh ja, schön. Muss ich noch nicht mal was machen. Ja, gut. Können wir hier alles zerstören. Forschungsobsidian. Keine Ahnung. Ich pack's einfach mal hier rein. Mann, schon wieder so ein Kackbuch. Na gut, dann müssen wir da nächsten... Am nächsten Tag machen wir... Ich will das jetzt in der Folge noch fertig machen. Weil ich weiß, beim nächsten Mal vergesse ich das. Ich lege mich jetzt hin. Vorher machen wir uns noch eine Suppe. Und dann will ich jetzt dieses silberne Buch fertig bekommen. Ich hoffe, dass ich die ganzen Ressourcen jetzt noch habe. So. Dass ich so ein scheiß Buch nicht einfach kaufen kann von dem Deppen. Ganz ehrlich. Ah, ich habe keine Tondinger. Ich hoffe, dass es jetzt beim dritten Mal klappt. Mit dem silbernen Buch. Goldenes Buch kriegen wir nicht mehr. Vielleicht müsste ich dazu doch nochmal in den Kerker gehen. Also, wir fangen erstmal wieder an mit den Kapiteln. Darf man nicht einfach gleich drei herstellen? Geht nicht, ne? So, zack, zack, zack. Und dann machen wir hier Kapitel draus. 90% Silber. Sehr gut. Erster Schritt schon mal erledigt. So, Taschenbuch. Dann einmal das Elixier. Gerbstoff. Jetzt haben wir auch zwei neue. Können wir gleich wieder abgeben. So, zack. Dann können wir jetzt wieder das silberne Dings machen hier. Gebundene Buch. Da, 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 da. Und Versuch Nummer 3. 50% Silber. Es wird. Sehr gut. Danke. Silbernes Buch. We got it. So, jetzt haben wir hier zwei so eine Bücher. Oh, ich habe keinen Glauben dafür. Ärgerlich. Muss ich doch erstmal hier das Gebet machen. Wir sollten uns vielleicht auch mal neue Gebete demnächst mal machen. Wobei das Reichtumsgebiet jetzt eigentlich gar nicht verkehrt ist. Ich meine, Geld kann man immer gebrauchen. Aber mittlerweile können wir uns auch ein paar andere Sachen wahrscheinlich mal wünschen. Ach gut. Na, dann haben wir doch noch einen schönen Abschluss gefunden. Es war sehr erhellend. Und wir haben doch einiges geschafft jetzt in der Aufnahmesession. Also ich meine, gut, es waren für mich auch 10 Folgen jetzt. Also dementsprechend könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, wie lange ich jetzt gezockt habe. Und ganz kurz. Hast du ein Buch? Okay, dein Glück, mein Freund. Das wäre jetzt ausgerastet. Ja, dementsprechend lange war halt die Aufnahme. Aber wir haben vieles geschafft. So, das mit dem Buch, Häkchen dran. Kriegen wir jetzt also auch hin. Dann kann ich da auch ganz beruhigt in die nächste Aufnahme gehen. Mit dem Buch. Das Organversagen brauchen wir halt noch ein bisschen. Und zwar zweimal. Zwei Herzen brauchen wir noch, dann sind wir nämlich damit auch durch. Und ansonsten, das haben wir. Da haben wir zwei Drittel von. Das haben wir noch nicht. Das geht dann auch weiter, wenn wir das machen.
Und wir müssen dann nur noch die Artefakte wieder aufsuchen von Gary. Und dann hätten wir's. So. Erledigt der Fall. Feierabend und genießt die Zeit. Bis übermorgen. Haut rein. Tschüss.